Jawohl, Freunde. Heute geht es Omega an den Kragen. Ich bin bereits im Mega-Christ und am berühmten Standortwechsler 20. Der Weg dahin ist bekannt. Hier unten über die 9, hier hoch bis zur 20. Wir müssen ja jetzt noch eine ganz bestimmte Torsteuerung aktivieren in dieser Kristalldecke. Also bis zur Steuerung nehme ich euch noch mit. Und dann werde ich das wieder hier im Modus ohne Ton und ja, nicht reden zeigen. Hier oben ist die Steuerung, beziehungsweise hier oben ist das mit dem Wechsler. Ja, Leute, ist ja gut. Vielleicht nehme ich euch doch einfach mit. Ist ja, glaube ich, auch nicht so schlecht, euch den Weg einfach nochmal zu zeigen. So, ich habe die Gambits hier ausgestellt und flüchte trotzdem. Damit Ball 4 nicht auf die Idee kommt, seine Waffe auszupacken und wertvolle Zeit zu verlieren. Immer noch die schönste Musik überhaupt. Ach ja. Oh, Knochenrache. Schönen guten Tag. Du kannst mir gar nicht. Du Arschloch. Oh. Oh, du kannst mir auch nichts. Nein, geh weg. Haha. Danke fürs Heilen. So, gleich sind wir da. Da sind nochmal zwei Drachen. Oh, nee, doch zwei. Hab mich nicht gesehen. Und da ist die Taurus. Torsteuerung? Ist das Taurus? Ja! Oh, scheiße. Mit Lebensverbietern. Schnell aktivieren. Los, los, mach schnell. Und direkt verpissen. Weg hier. Nein, weg. Na. Gar kein Bock auf euch. 0,0. Und auf euch schon gar nicht. Vor allem nicht alleine. Oh nein! Aua. So, Drache, auf dich habe ich auch keine Lust. Oh Gott. Alles hübsch umgangen. So, verpisst euch. Oh. So, hier links war ja Hastgar. Wollen wir aber nicht hin. Denn hier ist das Tor, was wir brauchen. Das Taurus Tor 1. Das berühren wir. Und dann können wir auch schon unser Team reinholen eigentlich. Denn jetzt gilt's drauf zu kloppen. Üben für Omega. Haben wir ein Kistchen. Was haben wir denn da drin? Geil. Der ist für Basch. Aber ich habe doch, glaube ich, schon einen davon. Kann das... Nee, habe ich nicht. Oh, boah. 96. Komisch, da unten steht 94 und da oben steht 96. Ist egal, Wurst. So. Ach nee, komm. Los, schneller. Ich hab überhaupt gar keinen Bock auf dich. Hallo. Hallo. Töten.
Ding ist so nervig. So, hier unten. Ist noch ein Wechsler? Kein Bock auf euch. Wir laufen jetzt eigentlich nur noch von Wechsler zu Wechsler. Bis zur, ich meine, 24. Und dann sind wir da, wo wir hin müssen. Das seht ihr dann gleich. Nein, jetzt verpiss dich, ey. Hallo, hallo. Boah, Ball 4, ey. Jetzt mach. Meine Fresse. So. Der letzte Wechsler. Und ihr seht, wir sind zwar ziemlich mittig, aber irgendwie doch ganz weit oben. Nein, 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 nein. So. Guten Tag, mein lieber Omega. Da ist er. So. Jetzt muss ich mich vorbereiten. Ich mache mal kurz einen kleinen Schnitt. Momentchen. So, Freunde. Da bin ich wieder. Also, Omega haben wir vor uns. Ich lege dir die Duplikette an. Oh ne, Friend hat die noch, glaube ich, an. Jawohl. Und du bekommst sie. Ich könnte es jetzt mit Seitengrad machen, aber... Ich werde das mit Drachenturm erledigen. Und bei dir auch. Und Gendarm. Der Angriff von ihm ist der stärkste im ganzen Spiel. Ich rede wirklich nur vom Angriff. Also der Gegner ist nicht der stärkste von den TP her, sondern der Angriff ist der stärkste. Deswegen mache ich das mit Drachenturm und Gendarm. Ich, wie gesagt, Seitengrad kann ich machen, aber das, ich will ja auch ein bisschen Herausforderung haben. So. Ich benutze folgende Taktik, und zwar Warn ist mein Köder. Warn kloppt einfach nur drauf. Vigra ist egal, Kronosträne egal, Engel egal. Ich kämpfe folgendermaßen. Das kommt ganz nach oben. Falls ich mal meinen Köder verliere, zauber ich das auch nochmal auf mich selbst. Köder, also Armor und Reverse. Ab. Quatsch. Und Reverse. Jawohl. Das stellen wir aber nicht auf Clown, sondern auf Angriff. So. Falls ich das, oder falls ein anderer von meinen das mal vergessen sollte. Du machst auf Warn Armor und Reverse. Und Pinello bekommt dasselbe. Geheilt wird nicht, denn das würde ja meinen Reverse-Charakter, sprich Warn, komplett töten. Das ist dann halt nicht so schön. Daher Warn, Reverse und Armor. Ich vertausche aber, glaube ich, mal die Reihenfolge. Was habe ich denn bei 4 gemacht? Armor Reverse, dann mache ich bei dir Reverse Armor. Genau, so habe ich es auch schon. Sehr schön. Falls irgendjemand das mal nicht so schnell kann oder tot ist oder wie auch immer. Gut, Protega werde ich nicht brauchen. Hastgar können wir lassen. Angriff, ja, können wir mal anlassen, falls alles gut läuft und Warn komplett in dem Zustand ist, in dem ich den haben will, dürfen wir auch angreifen. Für den Anfang würde ich sogar sagen, dass ich mir selbst, also Pinello und Ball 4, auch Reverse gebe, weil man kann nie wissen, wen Omega als erstes angreift. Achso, Vigra mache ich aus. Schutzengel lasse ich mal an. Das werde ich auch nicht brauchen. Das werde ich nicht brauchen. Das auch nicht.
Und du bist eh im Armor-Reverse-Modus. Ich glaube, ich werde wann noch einen Bacchus-Tropfen einwerfen. Ich überlege gerade, ob ich das nicht doch mit Ash mache. Weil Ash kann ich ja. Die hat nicht so einen hohen Angriff, glaube ich, ne? Mal gucken. Warn hat 99. Ash hat. Oh, Ash auch. Alles klar. Dann mache ich das anders. Und zwar genau die Ausrüstung. Herrlich. Masamune, Genji-Helm, Genji-Ahnenreif. Konterangriff erhöht die Wahrscheinlichkeit und so weiter und so fort. Ich mache das mit Ash. Das macht viel mehr Sinn. Okay, dann ändere ich einfach nur die Gambits hier auf Ash um. Ash. Und bei dir auch. Einmal Ash. Einmal Ash. Ach, Quatsch. Mann. So, dann. Upsala. Ach, scheiße. Ja, komm. Ist gut. Nu mach. Ihr seht, Reverse klappt leider nicht immer. Das klappt gar nicht. Warum klappt das nicht? Jetzt hat es geklappt. So, Bahn raus, Ash rein. Und Ash geben mir dieselben Gambits wie Bahn. Sich selbst. Armor Reverse. Kann die das überhaupt? Nein, sie kann es gar nicht. Scheiße. Ach Leute, ist das geil. Die kann das gar nicht. Verdammte Axt. Na egal, dann ist es halt Wahn. Dann muss ich das mal kurz ändern. Okay. Ach, ist das schön. Wahn. Und Wahn. Wahn. Und Wahn. Und dann wollen wir mal los. Ich mache auf mich selbst auch noch mal Reverse. Na gut, klappt wie gesagt nicht immer. Ich muss jetzt einfach überleben. Duplikette, Duplikette. Penelo kann noch mal ganz kurz. Natürlich nicht Vigra, sonst waren tot. Du machst mal Vigla auf Ball 4, bitte. Und nochmal Vigla auf dich. Und dann geht's ab die wilde Fahrt. Wahn geht voran mit Köder und Umkehr. Mach's mal im normalen Modus. Und ich werde, ich sag mal so, nach. Ja, immer so nach 10 Sekunden werde ich Reverse bei Wahn erneuern. Das kann ich machen, obwohl Reverse noch aktiv ist. Und das ist eine sehr, sehr geile Sache. Das mache ich dann auf jeden Fall mit Ball 4. Der wird jetzt einfach mal so aus der Lameng raus Reverse auf Wahn zaubern. Damit auch ja nichts schief läuft. Und es verfehlt, wie ihr seht. Und ich muss das wirklich so oft machen, bis es funktioniert. Obwohl es eine Gambit gibt. So, jetzt geht's wieder ab. Mann ist tot. Okay, dann lege ich nochmal ganz kurz eine Gambit an für einen Gefährten Phönixfeder. Das kommt aber nach dem hier. So. Ja, komm. Geht los. Immer schön Reverse aufwarmen. Ja, jetzt verfehlt das schon wieder. Jetzt ist der Köder wieder weg. Armor packe ich mal ganz nach oben. Das ist wirklich super wichtig. Immer die Reverse. Immer mal wieder zaubern. Und hoffen, dass es nicht verfehlt. Ja.
Warum der jetzt Pennello angreift, verstehe ich absolut nicht. Vielleicht hätten wir es geschafft. Ran im Berserk, auch nicht schlecht. Solange Reverse funktioniert, ich werde es mal erneuern. Ich hoffe, dass es funktioniert. Jawohl, sehr schön. Und immer schön Köder. Köder, da kann ich leider nicht erneuern. Aber so, jetzt nochmal kurz erneuern. Reverse auf Warn. Verfehlt, scheiße. Reverse, Warn. Schon wieder verfehlt. Okay. Jetzt hat's funktioniert, sehr schön. Jawohl. Komm, letztes 32. Nochmal kurz erneuern. Und nochmal, um ganz sicher zu gehen. Pennello wird auch nochmal kurz wieder geheilt. Oder auch nicht. Komm, Bahn. Da ist er. Wir haben ihn. So, da bin ich wieder. Omega ist im Sack. Sehr schön. Kam eigentlich ganz gut durch. Pennello ist, glaube ich, dreimal, viermal gestorben. Keine Ahnung. Bald vier gar nicht. Ja, und Leute, auf jeden Fall... Jetzt ist der Schatz weg. So, Freunde, Omega ist im Sack und jetzt bitte hier diesen Schatz einsammeln. Ihr behaltet das Omega-Emblem. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr später noch eine Waffe haben wollt. Eine interessante Waffe auf jeden Fall. Ich mache jetzt aber erstmal wieder die Gambits aus. Amor Reverse. Also ich hatte ja... Ich habe Omega das erste Mal besiegt und dann habe ich blöderweise vergessen, den Schatz einzusammeln. Hab gelabert und dann war der Schatz weg. Dann konnte ich Omega nochmal besiegen. Aber gut, haben es ja nochmal hinbekommen. Diesmal habe ich einen Seitengrad benutzt, ging innerhalb von anderthalb Minuten, war der Typ weg. Ja, Gambits. Habe ich die alle jetzt aus? Ja, das mal wieder an. Das auch, das nicht. Du machst wieder... Das kannst du alles behalten. Levitega kann bleiben, bla bla bla. Sehr schön. So, ich schlage vor, wir laufen jetzt mal blind zurück zum Standortwechsler 19. Oh, Warn hat den Seitengrad noch. Doch, den lasse ich an. Ist doch ganz cool. Ach, die haben alle den Seitengrad noch an. So, Teufelsseele. Du hast jetzt gar keine Chance gegen mich. Zack.
Ein Schuss. Jawohl, das ging schnell hier. Los, komm jetzt. Ich will nach Hause. Ach komm, ich hab keinen Bock auf euch, richtig. Laufen, laufen, laufen. Konfus kannst du dir in den Arsch schieben. Ist das schön. Omega, Omega, Omega. Mundgeruch, geh weg. Ekelhafte Sau, was du bist. So, wo sind wir denn hier? Oh, bei dir. Guten Tag. Ja, komm. Oh, ist ja fertig. Bis der hier ist. Vergehen Dekaden. Jetzt kommt ein Knochenrache. Jawohl. Und tschüss. Torsteuerung, will ich die haben? Ne, die will ich nicht haben. Standortwechsler, welche Nummer bist du denn? Du bist die 16. 16, 16, 16. Nö, nee, ich laufe mal weiter. Noch ein Drachilein. Zack. Wo bin ich denn? Ja, ich bin fast in der Decke. Da, wo ich hin will. Und jetzt will ich nach oben. Stimmt das auch? Weiß ich gar nicht. Es ist so geil, hier blind durchzulaufen, wenn man einfach null Plan hat. Nee, hier will ich nicht hin. Ich will nach links. Okay. Noch eine Steuerung und kein Ausgang. Na gut. Nein, ich will nicht lesen, wo ich hin muss. Ich will einfach nur laufen und gucken. Ach, da bist du ja wieder. Tschüss. Oha, du bist mal zu. Was bist du denn? Libra. Dann müssen wir doch den 16er benutzen. Schade eigentlich. Aber gut. Ja, Intakta. Am Arsch, Intakta, Kollege. So, 16. Buh, 15, ja, logisch. Hoch, runter, hoch, runter. Ich lauf mal hoch. Wo bin ich denn? Oha. Und tschüss. Es wird heller auf jeden Fall. Das Tor ist zu.
Bin ich eben von hier oder von da gekommen? Ich meine, ich bin von hier gekommen, ne? Ich bin dann... Ah, wie bin ich denn gekommen? Warte mal. Das Tor war... Da ist zu, ne? Ne, ich bin... Ah. Ich weiß es nicht mehr. Ich laufe mal hier lang. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hab das so in Erinnerung, dass ich hier... Boah. Keine Ahnung. Müssen wir echt mal gucken. Da vorne sind Wechsler. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Ich bin im Kreis gelaufen. Geil. Okay, dann kann ich ja hier zurück. Ist aber scheißegal. Ich bin im Kreis gelaufen. Gut. So, heißt wieder hier runter. Und dann gehen wir links rum. Bringt ja nichts. Hallo Pferdchen. Tschüss, Pferdchen. Hier gibt es noch einen Weg, jawohl. Noch ein paar Pferdchen. Und zwei Wege. Diesmal nehme ich aber rechts. Nee, halt. Wo bin ich? Hier. Ich lauf mal runter. Da ist nix. Da scheint mal eine Kiste gewesen zu sein. Dann nehmen wir da hinten den Ausgang mal. Nächster Wechsler, yay! Was haben wir denn? 14. Sehr schön. Ein Ausgang. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht vor ein geschlossenes Tor. Das wäre richtig asozial. Weil dann bin ich echt gefickt. Ich glaube aber, das hier ist die Nummer 20. Habe ich recht? Bitte, bitte hab recht. Ja, 20. Bam. Da bin ich doch schon mal genau richtig. Dann geht es nämlich hier oder da hinten zur 9. Ich muss mal gucken. Die ist es schon mal nicht. Bist du es vielleicht? War es überhaupt die 9? Ne, ich glaube, es war die 10. Ne, es müsste die 10 sein. Genau, Nummer 10. Boah, ich hab's geschafft. Von Omega ohne Buch. Einmal durch den kompletten Kristall gelaufen. Fast. Da haben wir die 8 und wir können raus hier. Sehr schön. Und da sind wir wieder. Giro vegan. Jo. Wir haben das Omega-Emblem. Das verkauft ihr bitte auf gar keinen Fall. Denn wir brauchen noch das Deus Ex-Emblem. Das bekommen wir von Yasmat oder für den gewonnenen Kampf gegen Yasmat von Mont Blanc. Und
Wir brauchen noch das Taikobo-Emblem. Und mit diesen drei Emblemen können wir uns ein Schwert basteln. Das machen wir aber noch. Und ich würde sagen, nächster Teil wird dann Yiasmat. Wir treffen uns dazu am besten direkt im Katarakt. Dann bereiten wir uns vor. Und ich werde auch dieses Video so gestalten, dass ich nicht reden werde. Denn ich muss mich da zumindest, ja, vielleicht das erste Drittel oder das erste Viertel, werde ich ein bisschen quatschen, was das Ding so drauf hat. Aber dann heißt es Mikro aus und auf den Kampf konzentrieren, weil der ist nicht einfach. Zumindest nicht das letzte, die letzten zwei Drittel. Also, in diesem Sinne, Yiasmat als nächstes. Bis dahin. Ciao.